Heute habe ich mir passend zum Valentinstag, der in ein paar Tagen ist, mal dieses schöne kleine Herzchen hier bei Pollin bestellt. Das ist ein Bausatz, wie man vielleicht schon sieht. Und das Ganze soll wohl ein blinkendes Herz ergeben, wenn es fertig ist. Ziemlich kitschig, aber ich denke mal, für Valentinstag ist das auch mal okay. In diesem Karton haben wir einen ganzen Haufen voll LEDs, einige Widerstände, zwei kleine Elkos, Batteriehalter, vier Transistoren. Was sind das eigentlich für welche? BC557, noch einer. BC547 und das wird wahrscheinlich auch ein 547er sein. Ja, zweimal BC547, zweimal 557, einen kleinen Batteriehalter, ein Trimmer und eine Sicherheitsnadel. Die Sicherheitsnadel deswegen, wenn man sich das Ganze auf der Rückseite anschaut, hat man hier diese schönen Pads. Da wird die Sicherheitsnadel aufgelötet und damit kann man das Ding dann beispielsweise als eine Art Brosche tragen. Auch wenn das eine ziemlich große Brosche wäre. Naja, mal gucken, wie das wird. Ach ja, Aufbauanleitung ist natürlich auch dabei. Praktischerweise sind die Werte nicht auf der Platine angegeben. Daher müssen wir da mal einen Blick reinwerfen. Bestimmungsgemäße Verwendung, bla bla bla. Ah, Stückliste. Hier haben wir den Bestückungsplan mit den Widerständen. Das ist eigentlich alles ganz schön gemacht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Ja, sollte gehen. Den Schaltplan habe ich schon gesehen. Aha. Auch nicht schlecht. Wie erkenne ich, welche Widerstände ich habe? Das ist ja ganz nett gemacht. Schön, gefällt mir. Wie baue ich die ganze Sache zusammen? Wie habe ich die Polung der LEDs zu beachten? Und nicht schlecht. Wie mache ich die Sicherheitsnadel fest? Sicherheitshinweise überflüssig, können wir überblättern, brauchen wir nicht. Sogar ein Schaltplan ist dabei. Wenn wir uns das mal anschauen, eigentlich ganz simple Standardschaltung. LEDs in zwei Gruppen aufgeteilt, werden getrieben von den Transistoren T3 und T4. 1 und 2 bilden eine ganz stinknormale Blinkschaltung oder auch, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ein Multivibrator genannt. Naja, mit T1 können wir da entsprechend die Blinkfrequenz einstellen. Mal gucken, wie das wird. Schön, fangen wir an. Mal dahin. So. Normalerweise fängt man immer mit den kleinsten Sachen an, werde ich jetzt auch hier machen. Ich fange mit den 150 Ohm Widerständen an, davon haben wir am meisten, haben wir die schon mal weg. Das sind R8 bis R19. Ah, Moment, da haben wir dann noch ein Werkzeug für. Wo ist es? So. Ein kleines Biegebänkchen, damit man den ganzen Scheiß nicht mit der Hand umbiegen muss. Gucken wir mal, ob der Lochabstand passt. Nö, passt nicht. Also hätten die Herrschaften wohl gerne den. Hallo? Warum geht es nicht? Ah! Klein bisschen Dreck von der Herstellung noch im Loch drinne. Na, geht. Soweit ich sage, R8 bis R19, das ist R8, das haut hin. Glückstreffer.
nichts runterfallen lassen, da brauchen wir alles. So, dann fangen wir mal an. 8, 9. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, neunzehn, warum auch immer hier 19 ist. Ah, hier geht's rückwärts weiter. 18. 19. Relativ symmetrisch aufgebaut auf beiden Seiten. Sechzehn, fünfzehn und 14. Machen wir die schon mal fest. Weil das Ganze auf den Widerständen flach aufliegt, müssen wir da jetzt auch eigentlich, können wir eigentlich direkt beide Seiten komplett machen. Sonst würde ich vielleicht nur eine Seite erstmal anlöten und dann die andere nochmal gerade drücken. Aber wenn man hier beim Löten ein bisschen auf den Tisch drauf drückt, dann sollte das eigentlich alles relativ gerade sein. Oh, da habe ich ein bisschen gekleckert. So, haben wir die. Einmal wildes Draht schnipsen. Na. Es muss sicherlich tierisch spannend sein, mir dabei zuzugucken. Aber gut, irgendwo mit muss man anfangen. So, die sitzen alle schön da drauf. Gut, ich hätte jetzt vielleicht noch darauf achten können, dass die Toleranzringe alle in dieselbe Richtung zeigen, aber wir sind ja nicht bei irgendeiner Prüfung oder sonst irgendeinem Killekack. Also, drauf geschießen. Hier haben wir einen einzelnen, das ist der R3 mit 68K. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass Pauline in der Lage ist, ihre richtigen Widerstandswerte direkt passend beizulegen und dass da nicht irgendein Mist bei rumkommt. Hier haben wir, was ist das wohl? Sieht aus wie rot, rot, rot. Also 2,2K.
Nehmt mir übrigens nicht übel, wenn ich mal zwischendurch einen Widerstand mit dem Multimeter ausmesse, auch wenn die Ringe gut zu erkennen sind. Ich habe eine rot-grün Farbsehschwäche und habe daher manchmal Probleme, die Farben richtig zu sehen. So, das sollen sein R1, R5 und R6. Hier haben wir R5. Wo ist R1? Da ist schon mal R6. R1. Und dann dürften das eigentlich 33 Kiloohm sein. Orange, orange, orange. Sieht ja gut aus. Ups. Ah, lass los! Und dann dürften ja nur noch drei Stück übrig sein, so rein theopraktisch. Eins, zwei und der dritte. Das ist eine schöne Platine mit dem weißen Lötstopplack. Macht sich eigentlich ganz nett. Auch wenn ich mir fast gedacht hätte, für ein blinkendes Herz hätte sich vielleicht Rot ein bisschen besser geeignet. Aber andererseits haben sie wahrscheinlich Weiß gewählt, weil wir haben ja auf der Vorderseite diese unglaublich kitschigen Herzchen hier außenrum. Ach, was ist das? Süß! Ja, ne? So, wir haben zwei verschiedene Arten von Transistoren. Habe ich die richtigen erwischt? Natürlich nicht. Genau, ein Pärchen erwischt. Dann sind das hier die 547er, genau. PC547 sind 1 und 2. Wer hat sich denn den Lochabstand ausgedacht? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann, aber da ist auch irgendwas schief gegangen. Naja, egal. Reinkriegen tun wir sie. Zu groß wäre, zu klein wäre eher das Problem. So, T1. Das ist auch der andere. Ja, das ist der richtige. Und T2 sind die 547er. Dann sind logischerweise T3 und T4 die anderen beiden. Halt. Sollte es auch richtig rum reinmachen. So, dann mache ich jetzt erstmal das mittlere Beinchen fest. Dann kann ich immer noch mal ein bisschen justieren, dass die Dinger auch gerade hängen. So.
Bei denen knipse ich jetzt die anderen Beinchen schon mal vorsichtshalber vorher ab. Das ergibt im Endeffekt eine schönere Lötstelle. Was war das denn jetzt? Ah. Ist abgebrochen, anstatt zu schneiden. Auch nicht schlecht. Aber naja, gut. Noch genug Bein da zum Löten. Ach, der hängt auf Masse deswegen. Die beiden Linken haben sehr schlechtes Zinn angenommen, aber wenn man mal genau guckt, ist auch klar warum. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ja so ein bisschen eventuell. Hier ist eine relativ große Massefläche, das zieht natürlich die Hitze unglaublich aus der Lötstelle raus. Aber gut, drin ist drin. Nehmen wir mal den Batteriehalter. Hey, er ist fast genauso hoch. Perfekt. Hübsch. So wollen wir das doch. Er sitzt gut. Wunderbar. Einmal ein Trimmer. Wow, mit auch ordentlich großen Löchern. Ich bin ja beghostet, so to say. Ich denke, jeder, der schon mal ein bisschen mit Elektrotechnik gearbeitet hat, kennt es. Wenn ich als Trimmer viel zu kleine Löcher habe, man steht dann da und wurstet sich da einen ab und das Drecksding will da nicht reingehen. Nein, schön gemacht hier. Wunderbar. Zwei Kondensatoren sind eh die gleichen. Was haben wir hier? Minus, Plus. Und die wollen, dass man die hinlegt. Dann legen wir sie doch hin. Vielleicht sollte ich dafür ein Tröpfchen Heißkleber. Ja, das sollte ich definitiv tun. Das holen wir doch mal kurz. Ich verwende da eigentlich unheimlich gerne diese Bosch Glue Pen für. Leider scheinen die Dinger nicht so sonderlich haltbar zu sein. Das ist jetzt, ich habe das Ding jetzt 3 Monate und es ist bereits die zweite, weil die erste nach ein paar Wochen im Sack war und nicht mehr geheizt hat. Auch nicht schlecht. Hätte ich von Bosch irgendwas anderes erwartet. Aber gut. Wir wollen nicht meckern, wir wollen arbeiten. Ungefähr auf die gleiche Höhe bringen wir die mal. Das wäre dann nur ungefähr so. Ja, das taugt. Ah, heiß!
Sind übrigens, meine Güte, ein bisschen übertrieben, ne? 63 Volt, 10 μ. 63 Volt, meine Güte. Hatte da davon ein paar zu viel im Lager, oder was? Es würde mich wundern, wenn die kleine CR2032-Zelle 63 Volt erreichen könnte. So. Das ist fest. Da kommt man auch noch dran, wundervoll. Und dann geht's mal ans fröhliche LED-Löten. Hier könnte man natürlich, auch wenn man jetzt kein rotes Herzchen haben möchte, kann man natürlich auch hingehen und da beispielsweise gelb, grün, was weiß ich, was für farbige LEDs reinmachen. Müsste jetzt ausrechnen, ob man einen anderen Widerstand braucht oder nicht, aber naja. Ich sag mal so, für einen Pi mal Daumen passt das schon. Lieber mal nicht drauf verlassen. Wer weiß, was die für LEDs verwendet haben. Okay, es ist so, wie ich es kenne. Man kann meistens bei den LEDs relativ gut erkennen, wenn man da reinschaut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Na, komm, fokussier. So grob. Ja, so kann man es wahrscheinlich sehen. Ein Anschluss geht an einen etwas größeren Block. Das ist eigentlich bei den meisten mir bekannten LEDs die Kathode und der kleine ist die Anode. Aber Vorsicht dabei, ich hatte auch schon mal ein oder zwei LEDs, wo das leider nicht der Fall war. Aber gut. Ansonsten kann man natürlich immer nach den Beinchen gehen, ich denke mal, oder nach den Einkerbungen. Das kann man wahrscheinlich auch noch schlechter auf der Kamera sehen. Die Dinger sind an einer Seite eingekerbt. Kann man nicht erkennen. Schade. Die Kerbe ist in aller Regel immer der Minuspol. Ups. Und genauso das kürzere Beinchen. Das heißt, das lange Beinchen ist in aller Regel Plus. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit dem Multimeter. Der wollte nicht rein. Also diese Löcher sind wirklich perfekt gebohrt. Die dürften, ja doch, sie rutschen raus, aber wir sind schon relativ eng da drinnen. Die haben ja hier so einen leichten, was immer das ist, so ein Hogel haben die Dinger ja. Und das greift eigentlich bei den meisten relativ gut da rein. So kann man es zumindest mit einem Schlag auf den Rücken legen, ohne dass man Gefahr läuft, dass alle sofort wieder rausfallen. So, nochmal runterrappeln. Hier mache ich jetzt nur eine Seite fest, weil da möchte ich dann doch schon gucken, dass die Dinger gerade sind. Oh, das war etwas viel. Nein, mal gleich weg. So. Die sitzen eigentlich, wow, auf einen Schlag alle perfekt. Ich bin begeistert.
Vielleicht war ein bisschen zu enthusiastisch. Eine ist tatsächlich ein bisschen schief. Aber. Naja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er gerade. Ja. Passt. So. Spannende Moment naht. Oh nein, ich habe zwei Drähte gleichzeitig abgekniffen. Wie kann ich nur? Ich Frevler. Oh, eine Batterie. Hoppala. Ob die noch voll ist? Mal gucken. Plus nach oben. Das sieht nicht so voll aus. Wie kriege ich die jetzt am besten da raus? Na, kommt da raus. Weg. Nächste. Ist ja nicht so, als hätten wir davon nur eine. Aha! Ich mach mal ein Lämpchen aus. Ja, das sieht doch schon mal ganz passabel aus. Kann man noch ein bisschen die Blinkfrequenz einstellen. Vorausgesetzt, ich finde einen kleinen Schraubendreher, der da reinpasst. Also das ist das Maximum. Schick. Süßes kleines Gimmick. Gefällt mir. Und für, ich glaube, knapp 5 Euro hat der Bausatz jetzt gekostet. Gar nicht mal schlecht. Als Idee vielleicht für eure Liebste. Ich habe mir 2 Stück bestellt und sie bekommt den fertigen zum Valentinstag und den unfertigen mit dem Vermerk. Ah, Mann, ich bin zu blöd, um die Kamera zu halten. Das ist nicht der Vermerk, aber der Vermerk ist, vielleicht hast du ja mal Lust, selbst eins zu bauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Halt, nicht zu schnell aufhören, mir fällt gerade auf. Die Büroklammer fehlt. Mal das Ding noch drauf. Da sind irgendwelche Rückstände auf der Büroklammer. Haben sich wahrscheinlich schon etliche Leute mit in die Flossen gestochen. Übrigens, es steht tatsächlich in der Anleitung der Hinweis, dass man das mit einer Zange festhalten soll. Oh mein Gott, ich hätte es jetzt mit der Hand festgehalten. Eine metallene Büroklammer, die ich mit 300 und was weiß ich was viel Grad festlöten möchte. Das ist eine brillante Idee, dafür eine Zange zu verwenden. So. Durch die Korrosion hat es jetzt nicht wirklich viel gehalten erstmal. Ein bisschen reiben. Dann wahrscheinlich, ja. Oder? Ja. Mit ein bisschen reiben geht's. Die andere Seite nochmal schön.
Ja, das ist annehmbar. Jetzt haben wir auch eine kleine Brosche zum Anstecken. Schön. Oh, ich habe während der Arbeit nicht die Batterie rausgenommen. Sie hätte explodieren können. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Bis dann.